Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Instant Gamers, wieder ein neuer Versuch bei Surgeon Simulator. Und heute versuchen wir Operationen im Krankenwagen, die Nierentransplantation. Da steht's mal zwei. Diesmal wird's wieder eine holprige Fahrt. Und ich denke mal, wir stürzen uns auch direkt rein. Hier seht ihr nochmal, je mehr Level wir geschafft haben, desto mehr Floppy Drives gibt's hier. Und stürzen uns mal direkt rein. Ins Geschehen. Sind wir wieder toll im Krankenwagen hier, der fährt wieder wie Scheiße. Okay, so. Hier vorne ist wieder die tolle Zange, Schere, Zeugs, das da eben. Wenn jemand weiß, wie das heißt, kann er mir erstmal schreiben. Hier ist sogar ein Feuerlöscher drin. Ist ja auch wichtig, falls das Fahrzeug mal plötzlich anfängt zu brennen. Oh Mann. Wo ich das hinkriege. Das wird wieder eine richtig, richtig holprige Fahrt. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Ich wollte eigentlich ein neues Let's Play anfangen. Hatte mir sogar ein Spiel dafür ausgesucht. Aber dieses Spiel, was ich dann spielen wollte, das hat dann irgendwie nicht so hingehauen, wie ich das eigentlich mir vorgestellt hatte. Deswegen mache ich jetzt einfach nochmal eine neue Runde Surgeon Simulator. Vielleicht spiele ich auch alle Level mal durch von dem Spiel. Und probiere erstmal alles aus. Oh Mann, hier fliegen die ganzen Gedärme durch die Gegend. Vielleicht schaffe ich es ja noch, die Niere dort zu durchtrennen. Auch wenn da noch alles drin liegt, weil ich will die Schere jetzt hier nicht ablegen. Wenn unser schöner Fahrer, toller Fahrer da fährt wie ein Wildschwein. Na gut, gehen wir das Risiko mal ein. Hihihi. Jeder schlabbert hier voll durch die Gegend. Ist ja widerlich. Mir ist aufgefallen. Ja, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass der Typ. Ja, lecker. Ist das widerlich. Hier, kusche mal mit deinem Essen. Das sieht voll aus wie so ein Alien-Körper, irgendwas Gedöns. Mir ist aufgefallen, dass der Typ gar keine Handschuhe trägt. Und noch seine Armbanduhr. Ich weiß gar nicht, ob das gewollt ist oder ein Fehler seitens der Programmierer. Aber es ist eigentlich recht witzig. Das Spiel kann man auch sowieso nicht ernst nehmen. Mein Popschutz verrutscht gerade irgendwie. Der ist ja nicht fest. So, jetzt haben wir hier schon mal eine Niere raus. Wo sind eigentlich die Ersatznieren? Oh. Die liegen da. Na gut, dann holen wir hier nochmal ein bisschen was raus. Das wird Rekordzeit, ich sag's euch. Schade, dass das jetzt nicht rausgefallen ist. Oh, scheiße, die Schere ist weg. Gott sei Dank ist die Armbanduhr jetzt auch ab. Müssen wir uns hier mit vergnügen? Hoffentlich geht das. Sein Darm glitscht da voll rum. So, das müsste man eigentlich auch nochmal irgendwie abschneiden hier, glaube ich. Jawohl! Klasse, klasse. Zwar haben wir extrem hohen Blutverlust, aber ich brauche jetzt auch die Spritze, unsere tolle Geheimwaffenspritze. Nicht benutzen. Ich glaube, das schaffe ich auch so. Wenn die Nieren jetzt hier nicht abgehauen sind. Die Ersatznieren. Dieses Tuch, ne? Das ist krass, einfach nervend im Weg. Weg damit. Hoffentlich ist jetzt hier noch. Ja, beide Nieren sind noch da. Oh Mann, der verletzt sich ja ganz schön selbst hier. Zumindest nicht selbst, aber der Fahrer ihn mehr oder weniger gewollt oder ungewollt. So. Schon mal die erste. Hoffentlich fliegt die jetzt nicht wieder raus. Verdammt, an die zweite komme ich gar nicht ran. Nein! Ich muss da doch hin. Gib mir das. Ja, das war's wohl mit der Rekordzeit. Komm da raus. Ja, schön aus der hintersten Ecke. Los. Schaff es. Warum geht das nicht? Na komm schon. Ich sollte mal irgendwie meinen Popschutz befestigen. Der dreht sich die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich da auch nicht so nah dran rumsabbern. Hehe. Ist das ein widerliches Geräusch? Na komm jetzt. Die eine liegt da schon perfekt. Jetzt musst du noch die andere hier. Ach. Was ist denn mal das hier? Komm schon. Komm schon. Sei nett zu mir. Kann man Nieren gut zureden?
Ah, ich glaube nicht. Na los. Ist das jetzt ein Witz oder was? Muss ich den doch gleich spritzen? Ich bin aber schon so weit. Die liegen ja noch schon drin. Jetzt kriege ich die da nicht wieder raus, ne? Alter, komm. So, ganz vorsichtig hier rein. Jetzt glitscht die Hand da rum. Hallo? Warum geht das denn jetzt nicht? Komm schon, es ist doch schon geschafft. Na los. Ich spritze mal unseren Patienten. Oder habe ich den Nieren vertauscht? Damit hier halt nicht so eine große Axt. Boah, hier stört alles. Der Typ fährt wie eine besenkte Wildsau. So. Ja, endlich. OP abgeschlossen. Ich finde, das sieht gut aus. Der wird bestimmt überleben. Das steht bei jeder Operation da. Note C, das ist krass. Okay. Ob wir das schaffen, im Krankenwagen die Hirntransplantation zu schaffen, das würde ich gerne mal wissen. Das probieren wir auch direkt mal dahinter aus. Das ist, man könnte das ja schon Fasi, genau. Fiesel, Fasi, Fusi. Wir könnten das auch quasi schon Speedrun nennen hier. So, dann nehmen wir wieder unseren tollen Laser. Ja, gerade rausgekriegt. So. Wir ziehen den ganz schön wieder extrem was ab hier. Das muss ja auch schnell gehen. 30 Milliliter, oh Gott, das schaffen wir nicht. Da muss ich den gleich mal direkt spritzen. Okay. Nein, 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 nein. Das geht nicht gut. Das geht nie im Leben gut. Scheiße, scheiße, scheiße. So, hinten noch ein bisschen. Ja, schön, schön. Er ist gleich tot. Wo ist denn die scheiße Spritze? 60 Milliliter. Spritze, 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 da liegt sie. Nicht die. Oh mein Gott, das wird er nicht schaffen, das wird er nicht schaffen. Gib her. Spritzen. Jawohl. Das haben wir schon mal geschafft. Gerade so. Ist das ein Nervenkitzel, dieses Spiel. Ja. Dieses Gehirn, oh mein Gott. Okay. Jetzt bin ich wieder etwas ruhiger. 1780 Milliliter. Ob wir das schaffen? Das ist jetzt höchste Fingerfertigkeit gefragt. Ja, hätte ich ihm fast das Auge ausgestochen gerade. Jawohl, das Gehirn ist raus. Dann greifen wir uns jetzt das Gehirn. Bevor der noch mehr verliert. Scheiße, der Laser fliegt hier durch die Gegend. Na komm schon. Jawohl, wir haben das Gehirn. Yes! Operation abgeschossen. Jawohl, zwar mit Note D, aber wir haben es geschafft. Ist das krass. So. Bob, wir haben deine Niere ersetzt, dein Herz ersetzt und dein Gehirn. Ich glaube, du könntest stolz auf uns sein. Ja, jetzt gibt's eigentlich noch die irgendwie, wie heißen die? Die Space-Operation. Da muss ich nochmal schauen, wie man die aktivieren kann. Achso, muss ich hier den Knopf drücken, damit die Diskette rauskommt? Ah! Ich bin ja auch ein schlaues Kerlchen. Jetzt habe ich zwei gleichzeitig in der Hand. Ich will doch nur eine. Toll, jetzt glitscht die hier so durch die Gegend. Jetzt ist meine Hand... Nee, doch nicht. Na, komm. Ich will doch nur die Diskette haben. Jetzt habe ich schon wieder beide. Jetzt schmeiß ich beide weg und habe einen Kugelschreiber. Na toll. So, jetzt will ich die Diskette haben. Aber richtig rum. Aber erstmal Platz hier. Weg damit. So.
Es ist ganz schön schwierig. Jawohl. Da sind ein Haufen Fragezeichen drauf. Das interessiert mich mal, was da drin ist. Laden. Udo, wir haben dich bei der Arbeit beobachtet. Wir brauchen deine Dienste für eine ganz spezielle Mission. Durch das Einlegen dieser Disk hast du dich damit einverstanden erklärt, uns zu helfen. In Kürze wird dich einer unserer Agenten abholen, aber mach dir keine Sorgen. Stand by. Jawohl, jetzt haben wir die Weltraummission. Und die werde ich auch nochmal machen. Wie krass einfach. Irgendwo war das noch. Da gibt es hier irgendwo, da gab es hier so ein Tastenfeld, das habe ich gesehen. Da muss man eine gewisse Kombination eingeben, um das hier alles aufzumachen. Ach, hier ist dieses Tastenfeld. Das ist aber leider kaputt. Oder zumindest nicht mehr. Wie krass ist das denn bitte? Ist ja der Wahnsinn. Wie das auch aussieht, das ist einfach die Welt. Du kannst von hier oben da runter gucken, da wird man ganz, ganz ruhig bei gerade. Wo ist mein Werkzeug? Verdammt, wo ist es hin? Nein! Scheiße, Dreck. Ach da. Schwebt hier so seelenruhig durch die Gegend. Ich komme nicht ran. Nein! Nein, nein, flieg nicht weg, flieg nicht weg. Es ist weg. Und das Herz auch. Da kommt's wieder. Nur unsere Säge kommt nicht wieder. Kann man hier Baseball mitspielen? Oh, es bleibt da mal eine Hand hängen. Und es ist weg. Ja, okay. Gut, da kommt's wieder. Machen wir nochmal einen Neustart. Willkommen im Weltraum, Udo. Du weißt ja, was zu tun ist. Und wir wissen, was zu tun ist. Und das, was zu tun ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Richtig, die Space-Mission habe ich mich gerade entschlossen. Mache ich in der nächsten Folge. Ich mache nochmal ein paar Folgen von... Surgeon Simulator. Jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Und ja... Mache ich dann in der nächsten Folge einfach diese Mission und vielleicht noch ein, zwei weitere, wenn ich es zeitlich schaffe. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!